Kreisky. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen, willkommen im Kreisky-Forum. Es freut mich riesig und außerordentlich, dass ich heute im Kreisky-Forum sein darf. Es gibt ja das Projekt Young Internationals vom Kreisky-Forum, wo es darum geht, dass jüngere, schon sehr engagierte, erfahrene und schon Expertise gesammelte Menschen, in dem Fall eine Frau, ins Gespräch kommt mit jemand anderem, das bin in dem Fall ich, der Erich Fenninger, der sich auch mit Themen beschäftigt. Und wir haben beide ein großes Anliegen, das sind die Kinder und Jugendlichen in Österreich, die vor allem armutsbetroffen sind. Jedes fünfte Kind in Österreich ist davon betroffen, in den Städten, im urbanen Raum, es ist sogar jedes dritte. Und die Vicky Reisinger ist engagiert bei der Arbeiterkammer Oberösterreich. Sie ist für Frauen- und Gleichstellungspolitik verantwortlich, arbeitet dort und ist engagiert auch in der Frage, was kann man tun, um Kinder, Jugendliche, Familien zu unterstützen, die in Haushalten leben, die einkommensschwach sind. Und uns beiden ist es ein Anliegen, die Kinderarmut in Österreich abzuschaffen. Und so verstehen wir gemeinsam diesen Talk heute. Und ich würde mal bei dir starten. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir dort starten, dass wir mal einen Überblick geben über die Situation. Also jedes fünfte Kind, über 350.000 Kinder und Jugendliche sind betroffen. Du hast auch speziell in Oberösterreich dir die Zahlen angeschaut und auch mit den EU-Siegzahlen dich beschäftigt. Vielleicht startest du mal und versuchst du mal unseren Überblick zu geben. Ja, erstens einmal herzlichen Dank für die nette Vorstellung. Wir haben sie im Sommer mit der EU-SILG vom Vorjahr, also die werden immer die Zahlen vom Vorjahr veröffentlicht, haben wir sie beschäftigt. Insgesamt ist es so, dass 232.000 Kinder und Kinder sind definiert als unter 14-Jährige in österreichweit armutsgefährdet sind. In Oberösterreich sind es von den unter 14-Jährigen 28.000 Kinder, die armutsbetroffen sind. Und das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Eltern armutsbetroffen sind. Und das liegt einerseits an Arbeitslosigkeit der Eltern, aber auch, was ganz schmerzlich ist, an Erwerbsarmut. Wollen wir ganz kurz nochmal darüber sprechen, wie Armut definiert wird. Also da wir mit den Zahlen der EU-SILG arbeiten, die definieren Armutsgefährdung so, dass jene Haushalte, sie gehen von Haushalten aus, als armutsgefährdet gelten, die unter 60% des Medianeinkommens, also das ist die sogenannte Armutsgefährdungsschwelle, dass sie halt eben weniger als diese definierte Armutsgefährdungsschwelle haben. Die liegt derzeit, glaube ich, bei 1.328 Euro pro Monat, beziehungsweise knapp 16.000 im Jahr. Genau. Und da würde ich gleich dich auch noch mehr fragen, weil du ja enorm drinnen bist in der Armutsforschung. Was sind denn aktuelle Erkenntnisse? Ja, vielleicht knüpfe ich vorher noch einen Satz an mich mit der Definition von Armut, weil letztlich ist es eine schwierig zu beantwortende Frage, die du aufwirfst. Eine Annäherung ist eben, das sind die EU-SILG-Zahlen, aber es ist letztlich nicht eindeutig definiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man es nur auf Geldarmut reduziert. Das wäre deutlich zu wenig. Es geht um die Teilhabe, um das sozusagen Teilhaben als gesellschaftliches Subjekt. Und das, was uns, glaube ich, auch eint, ist, dass man gegenüber der Armut nicht neutral sein kann. Man muss entscheiden, entweder akzeptiert man es oder kämpft dagegen. Und wir, glaube ich, kämpfen dagegen, und das wäre schon ein Schritt in Richtung der Beantwortung der Frage, weil die Auswirkungen auf die Armutsbetroffenen fundamental radikal sind. Also natürlich bei den Erwachsenen wissen wir schon seit 30 Jahren relativ genau Bescheid, was es in den Erwachsenen, was das auslöst. Aber erst seit Kurzem wissen wir mehr über die Situation der Kinder in der Armutssituation. Die Kinder sind bis vor 20 Jahren auch in der Forschung eher als Anhängsel der Eltern sozusagen mit betrachtet worden, aber nicht als eigenständiges gesellschaftliches Subjekt. Und
der Mainstream der Forschung sozusagen orientiert sich nach einer Art Lebenslagenkonzept, was Gerda Holz in Deutschland unter anderem entwickelt hat und eigentlich auf Bourdieu, kann man sagen, aufbaut, indem er sagt, es gibt vier große Dimensionen. Das ist die materielle, die soziale, die kulturelle und die gesundheitliche Dimension. Und die materielle ist wahrscheinlich noch das einfachste Verständliche für Menschen, die von Armut nicht betroffen sind. Nicht? Das geht darum, also wie schaut die Wohnung aus, dass die Wohnungsverhältnisse schlecht sind, dass die Wohnungen überbelegt sind, dass es im Winter immer untertemperiert ist, dass zu wenig Essen da ist und da vielleicht jetzt zur Forschung mir das erschreckt, dass alle Kinder, die wir von Vorarlberg bis Wien beforschen, sagen, dass am Ende des Monats, die letzten 3-4 Tage, zu wenig zu essen da ist. Die Kinder und Jugendlichen sprechen von der Toastbrotzeit, ja, also wo faktisch nur mehr Toast vorhanden ist oder sie froh sind, wenn eine Wurst im Kühlschrank ist und die Mutter dann noch einen Wurstsalat machen kann. Das nächste Thema ist natürlich auch dann das Anziehen und gerade jetzt in der kalten Jahreszeit sehen wir, obwohl es viele Discounter gibt, dass eine Winterbekleidung für die Kinder oft nicht gestemmt werden kann. Sie sind auch unzureichend bekleidet und dann kommt die soziale Dimension. Wir leben in einer kapitalistischen, kommerzialisierten Welt. Das Spielen auf der Gstätten, das gibt es so gut wie nicht mehr. Das heißt, man muss in Vereine gehen, die alle Mitgliedsbeitrag haben, Halbjahres- oder Jahrestarif verlangen. Und die Kinder, die arm sind, sind ausgeschlossen. Und entscheidend ist auch, wenn sie die Kinder von den Eltern ja hinaus bewegen, dann beginnt es so im Kleinstkinderalter. Nicht? Und das funktioniert ja meistens so, dass die Kinder einladen dürfen zu sich und man Geburtstag feiert und dann werden sie auch natürlich gegen eingeladen. Und die armutsbetroffenen Kinder können nicht einladen, werden damit nicht eingeladen und wir können wissenschaftlich leider messen, dass sie wenig Freundinnen und Freunde haben. Und wenn man vom Materiellen über das Soziale jetzt zur Schule kommt, sehen wir zum Beispiel von der Sozialscreening, dass das Kinderklinikum Charité gemacht hat, dass Kinder am ersten Schultag, die armutsbetroffen aufwachsen, 40% schlechtere Deutschkenntnisse haben, aber nicht, weil Migrationshintergrund das der Treiber wäre, dass sie in der Mengenerfassung 30% schlechter aufgestellt sind, aber auch die Visumotorik, also die so Koordination zwischen Sehnerv, Registration sozusagen im Gehirn und der Umsetzung der motorischen nicht so gut ist. Sie haben die notwendige Unterstützung der Eltern nicht im Schulsystem, weil die Eltern meistens formal nicht ausreichend Bildungserwerb hinter sich haben, um das auch zu machen. Quantitativ betrachtet sehen wir es auch durch die Statistik Austria und Studien der Arbeiterkammer, dass damit auch eine kurze Schullaufbahn prognostiziert ist. Die gesundheitliche Konstellation als vierte Dimension ist extrem schlecht. Sie verletzen sich schon im Schulzeitalter 7-mal so häufig wie andere Kinder, haben viele Krankheitssymptome, wo auch beispielsweise eine Ärztekammerstudie, die mit der Ärztekammer gemacht hat, deutlich erkannt wird von den Ärztinnen in der Orde, dass die Kinder Ärztinnen so 100% sehen, dass es einen Riesenzusammenhang gibt zwischen Armut und Krankheit, ohne organisch das diagnostizieren zu können. Und die Hausärztinnen sagen auch 85%, dass diese sozusagen Kommunikation zwischen Armut und Krankheit gegeben ist. Und das alles, mag ich nochmal abrunden, bedeutet eben, dass unsere Kinder und Jugendlichen, die sich ihre Eltern nicht nach dem Einkommen her ausgesucht haben, einfach extrem radikal benachteiligt sind und sie einem Prozess unterworfen sind, dass sie ausgeschlossen sind von einer schönen, gelingenden, guten Kindheit und gleichzeitig aber auch es ihnen verwehrt wird, wie eine Langzeitstudie in Deutschland zeigt, wo 25 Jahre Kinder begleitet worden sind, dass die damaligen Kinder heute nach 25 Jahren die Arbeitslosen der Gegenwart sind, die arbeitslosen Erwachsenen und Hartz-IV-Bezieher und Bezieherinnen im Wesentlichen. Und das ist etwas, was wir vermeiden können. Jetzt habt ihr auch verschiedenste Forderungen aufgestellt, auch seitens der Arbeiterkammer und auch
versucht, euch anzunähern? Vielleicht kannst du ein bisschen in die Richtung weisen, wo gerne. Wir was tun könnten. Ja, ganz gerne. Ich möchte vorher nur mal ganz kurz das beziffern. Es sind derzeit 215.000 Kinder, die in beengten Wohnverhältnissen, wie du das vorher angesprochen hast, leben. Und jetzt muss man nur berücksichtigen, dass wir seit über 2 Jahren in einer Pandemie leben mit extremst vielen Schulschließungen oder einer langen Dauer von Schulschließungen, wo die Kinder zu Hause lernen müssen. Ja. Jetzt haben wir einen beträchtlichen Anteil der Kinder keinen Internetzugang, das muss man auch dazu sagen. Das heißt, die sind so und so, also man weiß von OECD-Studien und von anderen Studien, dass Kinder, also arme Kinder in der Schule halt eben benachteiligt sind, dass es eine extremst niedrige soziale Mobilität in Österreich gibt. So, und jetzt kommt noch Corona dazu und die Lage verschlechtert sich natürlich für die Kinder nur mehr beträchtlich. Ja. Genau, das war mir nur wichtig, dass man die Pandemie nur mehr dazu denkt. Ja. Und es sind nicht nur beengte Wohnverhältnisse, mit denen die Kinder zu kämpfen haben, sondern halt eben auch mit Feuchtigkeit und Schimmelbefall in den Wohnungen. Und das hat natürlich auch, wie du angesprochen hast, natürlich langfristig auch gesundheitliche Folgen für die Kinder. Ja, ja zu den Maßnahmen, die man machen kann, da würde ich mir ganz oben, ganz global, also im Staat denken, dass man einfach mehr Umverteilung geben muss. Also was die AK fordert, wäre jetzt endlich einmal einführen von einer Millionärsteuer. Was angedacht wäre, ist, dass man einfach das Nettovermögen ab 1 Million Euro abzüglich der Schulden anfang besteuert. Das kann gestaffelt erfolgen von 0,7 bis 1,5%. Es ist für so ein hohes Vermögen nicht viel, ja. Aber für den Staat wäre es eine Menge Geld, das man für die Armutsbekämpfung aktiv einsetzen könnte und wird eben für eine Menge armutsbetroffener Kinder ein geglücktes Leben bedeuten. Ja. Also das wäre einmal eine ganz zentrale Forderung, die jetzt auf jeden Fall einzuführen wäre, insbesondere halt eben auch nach der Pandemie. Mhm. Dann natürlich, was auf für uns als Arbeitnehmerinneninstitution ganz wichtig ist, dass endlich der aufgehört wird, dass man Druck auf Arbeitslose macht. Also das ist, man muss sagen, im Regierungsprogramm von Grün-Türkis steht ganz eindeutig, sie haben das Ziel, dass bis 2024 die Armut in Österreich massiv reduziert oder halbiert, glaube ich, werden soll. Aber auf der anderen Seite weiß man, dass besonders Arbeitslose betroffen sind von Armutsgefährdung. So, und was macht man jetzt? Jetzt überlegt man, dass man Arbeitslosengeld, das in Österreich 55% also Nettoersatzrate sind, und das ist im internationalen Vergleich extremst niedrig. Und jetzt überlegt man auf eine degressive Gestaltung. Was heißt da degressive Gestaltung? Degressive Gestaltung bedeutet, dass man einfach die Menschen nur mehr mit Druck konfrontiert. Ja? Und auch gesamtgesellschaftlich wird das enorme Folgen haben, weil das Druck auf die Löhne generell. Und es ist einfach für alle Österreicherinnen oder für uns alle, die in dem Staat arbeiten, von Nachteil, ja. Und so und so für die Kinder von den Menschen, die davon betroffen sind. Man wird ja im Endeffekt dann erzwungen, dass man unter widrigen Arbeitsbedingungen und schlechten Löhnen arbeiten geht, einfach nur, weil man sonst mehr oder weniger verhungert. Also das ist einmal ganz eine wichtige Forderung von uns, dass man die Nettoersatzrate auf mindestens 70% erhöht, und das auch nachhaltig. Also man muss die Bezugsdauer auch verlängern, ja. Und okay. Aber ich glaube, dass der Punkt, vielleicht können wir da kurz stehen bleiben. Ja. Also ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und das eine ist sozusagen, glaube ich, zu erkennen, dass Armut und Reichtum zusammenhängen. Mhm. Ja, also Butterweger, zum Beispiel Armutsforscher in Deutschland, sagt, also das sind zwei Seiten einer und derselben Medaille, Armut und Reichtum. Ja. Und das Zweite, man kann es ja annähern, ne? Dann bricht schon wieder ein Alphabet,
damals in den 1930er Jahren gesagt hat, also hey, alter Mann, also, und sagt, es bleicht zum reichen Mann, weil du reich bist, bin ich arm. Mhm. Also wir können auch evidenzbasiert jenseits der Literatur einfach sagen, dass Reichtum letztlich Armut produziert, ja, und akkumuliert. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, auf der makropolitischen Ebene einfach sagen, wir tolerieren den Diebstahl nämlich an Lebenschancen für Kinder und Jugendlichen nicht mehr. Ja? Und wir schauen nicht zu, dass der Reichtum sich sogar in der Pandemie, wie wir jetzt von der Oxfam-Studien beispielsweise ja sehen, sich uns ins Unermessliche sozusagen perpetuiert und dass es obszön mittlerweile geworden ist, welche Milliardenzuwachsgewinne passieren, wie die Millionäre auch in Österreich mehr werden und gleichzeitig Stillstand ist, Rückschritt ist und sogar noch einmal gesenkt wird das Einkommen der einkommensschwachen Familien. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das nochmal herausstreichen, wie du gesagt hast, dass das ein Thema ist. Und das Zweite, was du angesprochen hast, ist natürlich die Pandemie. Es ist fatal, denke ich, dass, wie sie die Pandemie auf die psychische Konzentration unserer Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen niederschlägt. Es erfasst uns alle. Also ich bin der Meinung, dass wir die Pandemie auch als Riesenbelastungskrise definieren, vor der de facto, würde ich meinen, wahrscheinlich niemand ausgeschlossen ist, weil nach 2 Jahren sind wir in irgendeiner Form belastet. Ja. Aber auch wenn ich natürlich viel mit älteren, pflegebedürftigen, betreuungsbedürftigen Menschen arbeite, sind die auch betroffen. Und dementiell erkrankte Menschen natürlich nochmal besonders, ja, aufgrund dessen, dass es auch kognitiv manchmal nicht erfassbar ist, was passiert in der Welt um mich herum. Aber gleichzeitig muss man betonen, dass sozusagen die Lebenswelt eines Kindes, eines Jugendlichen, eines jungen Erwachsenen einmal das Entdecken der Welt ist. Ja, die sozialen Kontakte sind die Welt in dem Alterssegment. Und das ist jetzt nicht gegeben. Und für die Armutsbetroffenen ist es ja nochmal besonders so stark. Nicht? Wir sehen ja von der Universität Salzburg, die ja die Belastung bemessen hat. Und wir haben es jetzt nur bei den armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen bemessen. Und die ist 3-mal so hoch. Und in einer Studie, die wir gemacht haben, stellen wir fest, dass wir eingeladen haben, die armutsbetroffenen Kinder, Jugendlichen und deren Eltern zu sagen, wie würden sie ihre Lebensqualität in einem Schulnotenprinzip sehen. Ne? Also zwischen 1 und 5. Und 50% der Jugendlichen und Eltern haben gesagt, ihre Lebensqualität ist nicht genügend. Und ich denke, ich habe auch schon Krisen in meinem Leben gehabt und wahrscheinlich viele, die heute den Kreisgeforum beiwohnen, werden das wahrscheinlich auch in der Rückerinnerung sagen, dass auch schon Situationen gehabt haben, die nicht einfach waren. Aber ich frage nur laut, nicht, wer von uns würde die eigene Lebensqualität auf nicht genügend setzen? Und das ist dramatisch. Und das ist angesprochen, dass die Bundesregierung es nicht konsequent geschafft hat, also die 25% unserer Kinder und Jugendlichen, die sowieso ausgeschlossen sind vom Netz und von einer Anbindung, dass zwar die Regierung ein paar Laptops angeschafft hat, ja, aber das ist sozusagen etwas, was wir als soziale Wohlfahrtsorganisation auch machen, ja, und tun. Also die Bundesregierung müsste hergehen und sagen, so, unsere Verpflichtung ist es, jedes Kind, egal wie der elterliche Haushalt ausschaut, ob der jetzt eben arm ist oder nicht, dort hat das Recht auf einen Zugang. Und der ist bis heute, wie du gesagt hast, nicht gesichert, nicht ausreichend gesichert. Und noch viele sind nicht erfasst und können online nicht an die Schule weiter angebunden sein. Ja, ein Laptop alleine wird es dann auch nicht tun. Man braucht natürlich auch eine Internetverbindung, damit genau. Man mit den Lehrerinnen kommunizieren kann. Ja. Wo wir jetzt noch anbinden bei dir? Entschuldige, ich war ja bei den Forderungen, da würde ich nochmal zurückgehen, weil wir ja über die Erwerbsarmut gesprochen haben. Also das ist auch ein Problem, das steht auch im Regierungsprogramm, wenn ich da nochmal darauf hinweisen darf, dass die Regierung vorhat oder sich bekennt zu existenzsichernden Löhnen. Tatsache ist, das ist nicht gegeben. Ja. Wir haben einen großen Anteil der sogenannten Working Poor. Working Poor, wenn ich das ganz kurz nur erklären kann, der Begriff definiert sich durch Menschen oder ja, im erwerbstätigen Alter, das sind 18- bis 64-Jährige,
die im Referenzjahr von der Erhebung halt eben den Großteil des Jahres, also mindestens 6 Monate in einer Voll- oder Teilzeitbeschäftigung waren und die vorhin genannte Schwelle trotzdem nicht übertreffen können. Und natürlich sind da ein enormer Teil von Kindern inbegriffen. Also für Oberösterreich haben wir für die Kinder, also bis 18 Jahre, eine Schätzung gemacht. Mhm. Also die Zahl kann man nicht zu 100% leider, weil die Daten nicht ganz gesichert sind, aber es sollten so um die 36.000 Kinder sein, die in Oberösterreich, also im wirtschaftlich recht starken Bundesland, armutsbetroffen, gefährdet sind aufgrund der Erwerbsarmut der Eltern. Mhm. Ja. Und was man da machen könnte, wäre zum Beispiel, dass man ein Mindesteinkommen von 1.700 Euro brutto pro Monat, und das ist jetzt nicht unbedingt die Welt, ja, aber das muss doch gegeben sein, dass man bei einer Vollzeitbeschäftigung Minimum 1.700 Euro brutto pro Monat bekommt. Ja. Mhm. Und das wird schon mal erheblich beitragen, dass man Erwerbsarmut bekämpft. Andererseits muss man auch sagen, welche Branchen trifft es denn? Es sind vor allem halt eben Frauenbranchen oder frauendominierte Branchen wie Handel, Pflege, Gesundheit, Reinigungsbranche, in dem halt eben vorwiegend Frauen arbeiten genau, dann halt eben auch nicht ausreichend fürs Familieneinkommen oder für Alleinerziehende, also diese Ein-Kind-Familien sind im Großteil halt eben mit einer weiblichen Familienvorsteherin, wenn man das so haben will, sind 84% der Ein-Kind-Familien von Müttern sozusagen geleitet. Also auch Familien, die weibliche Hauptverdienerinnen Verdienerin haben, sind doppelt so oft betroffen von Armut als wie jene von Männern. Also da kann man auf jeden Fall ansetzen. Was man auch schauen sollte aus AK-Sicht wäre, dass man Frauen aus der Teilzeitbeschäftigung bringt. Man weiß, dass Teilzeit kein gesichertes Einkommen bringt. Und von dem her sind 47%, also die Teilzeitquote der Frauen liegt derzeit bei 47,3%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und bei Männern sind es circa 11%, also man sieht diese große Diskrepanz. Und was von dem her wichtig wäre, wäre halt einfach auch der Ausbau von öffentlicher, kostenloser Kinderbetreuung. Mhm. Von dem her wäre auch ein wichtiger Rechtsanspruch für alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr für vollzeittaugliche. Mhm. Und das ist einfach das Wichtige, eine vollzeittaugliche Kinderbetreuungssituation. Also die Zahlen sind ja katastrophal. Mhm. Ich versuche es gerade, dass ich es aus meinem Gedächtnis hole. Also, der Bundesschnitt ist, glaube ich, bei den unter Dreijährigen 17,7% von vollzeittauglichen Kinderbetreuungsplätzen in Österreich. Jetzt kommt kurz der oberösterreichische Wert, weil der ist wirklich sehr erschreckend. Das sind 4,6% der unter Dreijährigen, die in einer vollzeittauglichen Betreuungssituation sind. Bei den 3- bis 6-Jährigen, ich bin gleich fertig, sind Österreichwert 48% und in Oberösterreich glaube ich 21,3%. Ja. Also da gehört einiges gemacht, da gehört einiges investiert und ausgebaut, einfach auch damit man gewähren kann, dass man eine Vollzeiterwerbsarbeit, die von Armut ja schützen soll, überhaupt nachgehen kann. Ja. Das ist nicht überall gegeben. Mhm. Ich mag da einhaken, weil jetzt bin ich doch ja einige Jahre älter als du. Mhm. Und in dem Alter, jetzt sozusagen, in dem du bist und vielleicht sogar noch davor, haben wir sehr engagiert für Kinderbetreuung in Österreich. Ja? Und damals haben wir natürlich gesagt, das ist unerträglich, dass wir viel zu wenig Kinderbetreuungsplätze haben. Als beispielsweise in der Volkshilfe Niederösterreich haben wir dann die ersten Kleinstkinderbetreuungsplätze angeboten und Dienstleistungen entwickelt und kann mich erinnern, dass in der bekannten Wochenzeitung ist geschrieben, dass wir beitragen dazu, dass Kinder hospitalisiert werden, wenn man so früh Kinderbetreuungseinrichtungen anbietet und dass die ja dann auch tendenziell auch durchaus gefährdet sind, einen Überkonsum an Drogen zu machen in der Adoleszenz. Und ich hatte mir aber damals nicht vorgestellt,
dass wir 2022 über das noch sprechen müssen. Ich finde es unglaublich, diesen Konservatismus und dieses träge System in Österreich, dass nicht im Jahr 2022 eine Selbstverständlichkeit ist, dass es eine hundertprozentige, flächendeckende Kinderbetreuung gibt zur Unterstützung und zur Förderung unserer Kinder in dem Alterssegment. Also das ist eines. Und das Zweite, was, glaube ich, schon vielleicht jetzt auch nochmal eingehend auf die Problematik, also wir leben jetzt durchaus in einer besonderen Situation, dass man neben der Pandemie schon vielleicht festhalten könnten, dass die Systemkritik eigentlich momentan von rechts gegen eine konservative rechte Regierung geäußert wird. Also die Systemkritik kommt vielleicht im Unterschied zu den 68er, 70er, 80er nicht von der Progressiven, sondern von der Rechten organisiert. Und das schlägt sich durchaus auch in der Auseinandersetzung der Pandemie nieder, dass halt wir uns auch nicht vorgestellt hätten, dass Küssl wieder Demonstrationen vorantreibt und die Identitären, wobei ich nicht alle, die dort sich beteiligen, dort einordnen will, weil das wäre zutiefst unfair, nur wer dahinter anschiebt, ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Und dass Systemkritik nur mehr von rechts formuliert wird und das in einer unglaublichen Lautstärke. Und damit würde ich meinen, den Punkt, nämlich den du angesprochen hast, könnte man vielleicht mit der Überschrift betiteln, den Wert der Arbeit. Ja? Und wenn man das in Verbindung stellt mit dem, was wir gegenwärtig sehen, wo sie konservative, noch mehr rechtsgerichtete zivilgesellschaftliche Bewegungen bilden, kann doch nur die einzige Antwort sein, indem man radikale Vorstellungen im progressiven Milieu formuliert. Also das heißt, wir müssen radikal die Frage stellen, was ist der Wert der Arbeit? Ja? Und ich habe erst jetzt bin in der Öffentlichkeit gegangen, zum Beispiel was unsere Berufsgruppen in der Gesundheits-, in dem Pflegebereich, Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen, wo wir jeden Tag hautnah, Körper an Körper tätig sind, dass ich jetzt verlange, dass wir 500 Euro pro Monat eine Gehaltserhöhung wollen. Und auch die Bundesregierung jetzt unter Druck setzen, damit da sich etwas bewegt. Und zwar nicht nur 3%, 4%, sondern wir wollen einerseits endlich den Wert, der natürlich historisch betrachtet natürlich eine Frauen berufliche Entwicklung hinter sich hat, endlich anerkannt wird. Wir wollen Bindungsinstrumente haben, dass die Leute auch bleiben in den durchaus grundsätzlich schönen Beruf. Aber die Belastungen müssen abgedeckt werden. Ja? Und es ist auch nicht einzusehen, dass die Systemerhalterinnen, die im Handel ja, Kacke haben, wo die anderen im Homeoffice sind, also dass die Bürgerlichen, nur weil sie glauben, dass sie mehr Wissenserwerb haben, sich überprivilegieren mit Einkommen, während wir zuschauen, dass viele Bereiche einfach nicht das verdienen, was ihnen zusteht. Also man muss schon auch, denke ich, wirklich radikaleren Kampf um bessere Einkommen platzieren, ja, dass es irgendwie ein Schritt in Richtung soziale Gerechtigkeit gehen müsste. Ja, also das ist, glaube ich, ein wesentlicher Thema, dass wir einerseits das versuchen voranzutreiben, was du sagst mit den Forderungen, aber durchaus wahrscheinlich sehr mutig und energisch und radikaler, dass es auch begriffen wird, dass man Hegemonie aufbauen kann, und dass sich die Lebenswelten für die Menschen, die eben wenig Einkommen, verbessern. Denkt man letztes Jahr über eine halbe Million Menschen arbeitslos. Und dann gibt es noch Regierungsvertreterinnen der türkis-schwarzen Partei, die meinen, es läge an ihrem Verhalten. Also die wären arbeitsscheu. Also die kommen den ganzen Tag nicht aus der Jogginghose heraus. Wir wollen nicht die Dummen sein, hackeln gehen und Steuer zahlen, während die anderen den ganzen Tag fernsehen. Also das sind lauter Unterstellungen, die gezielt, bewusst, manipulativ wirken, die man eher mit einer Propaganda gleichsetzen kann, um die Wirklichkeit zu entstellen, weil die Wirklichkeit ist, dass die Menschen mit wenig Einkommen viel dafür tun müssen, um das zu akquirieren, während andere, die schon besitzend aufwachsen, vielfach von den Vermögen der Eltern, aber auch vom kulturellen Kapital
leben und auf das Netzwerk ja aufbauen können. Also insofern halte ich das für zentral, über den Wert der Arbeit auch reden, weil das letztlich ja auch der Grund ist der Armut. Nicht? Weil wie kommt die Armut in die Welt? Weil viele Menschen von der Erwerbstätigkeit ausgeschlossen sind und wenn sie nicht ausgeschlossen sind, dann verdienen sie wenig und die Frauen insbesondere. Also insofern geht es durchaus auch um den Kampf, damit Kinder und Jugendliche, die partizipieren in der Gesellschaft, noch nicht ausgeschlossen sind. Ich würde nur daran anhängen, das Perverse ist ja eigentlich, dass uns die Pandemie zu Augen geführt hat, welche Bereiche ja dann im Endeffekt entscheidend sind in unserer Gesellschaft. Und das macht die ganze Sache nur viel trauriger. Ja. Und da werde ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil ja in Oberösterreich ja gerade große Diskussion herrscht, halt eben was Kindergartenpädagoginnen betrifft. Es besteht ein reger Mangel halt eben an Kindergartenpädagoginnen. Es zeichnet sich der Trend ab, dass Absolventinnen von der Kinderpädagogikschule halt eher ein Studium anstreben nach Absolvierung beziehungsweise in einem anderen Bereich arbeiten wollen. Und man weiß warum. Also es ist ein enormer Druck, es ist extremst hohe Verantwortung, die Kindergartenpädagoginnen und halt eben auch das weitere Personal in Kindergärten halt eben zu tragen haben. Es ist extrem anstrengend mit den ganzen Lärmbelastungen und so. Man weiß einfach schon seit Jahren, dass die Gruppen viel zu groß sind und die Entlohnung ist nicht die beste in dem Bereich, sage ich jetzt einmal so. Und man sieht nichts, also es wird nichts gemacht und dabei werden wirklich Anreize wie halt eben, dass es finanziell aufwertet, dass es den Betreuungsschlüssel, also dass ich den endlich einmal anpasse an dem Bedarf von den Kinder, das wäre einfach so enorm hilfreich, dass ich halt einfach auch wieder Menschen motiviert, dass man diesen, wie du schon vorher gesagt hast, wunderbaren Job halt eben auch wieder gerne machen kann. Und das hat auch natürlich was mit Kinderarmut zu tun, weil wenn ich schaue, dass ich kleine Gruppen habe und wenn ich einfach mich individuell besser mit den Kindern in der Gruppe beschäftigen kann, dann kann ich da auch ganz viel sensibler reagieren. Weil das ist auch was ganz was Wichtiges, dass man das pädagogische Personal jetzt insgesamt einfach auch sensibilisiert auf das Problem von Kinderarmut und auf die Nöte. Ja, aber glaubst du nicht auch, dass wir zu leise sind in dem Formulieren der Anliegen? Also ich frage mich schon, ob er nicht so leise oft ist, dass uns die Leute nicht hören, die es betrifft. Und die Frage ist, glauben sie es noch? Das mag sein. Ich würde auch anders da formulieren, vielleicht können einfach diejenigen, in dessen Interesse das Ganze liegt, dass halt eben viele wenig haben und wenig viel, einfach viel lauter sein und einfach viel mehr, also es geht um Macht- und Herrschaftsstrukturen und die haben halt diese in der Hand, also von dem her. Aber man darf nicht aufgeben, ja. Das ist genau die wichtigste Message. Aufgeben kann man prüfen, wir nicht. Nein. Genau. Ja. Ja, ich meine, vielleicht wäre das eher Überleitung jetzt an dem Punkt, dass wir, nachdem wir ein bisschen darüber gesprochen haben, sozusagen wie Armut in die Welt kommt, nicht? Marx hat ja auch schon als erster, er hat ja nicht viel über Armut geschrieben, aber er hat einerseits über die Verelendung mit Engels geschrieben, des Proletariats in den englischen Großstädten und gleichzeitig hat er natürlich gesagt, dass Armut letztlich schon sehr rasch entsteht durch die Erwerbsarbeit, also weil wenn ich plötzlich nicht mehr gebraucht werde, dann wäre ich sozusagen freigesetzt und das begründet letztlich schon die Armut. Also insofern haben wir das schon besprochen, was die elterliche Perspektive ist, aber ich würde vielleicht da einen Einschub machen aus der Kinderarmutsforschung der Volkshilfe. Ich habe mir überlegt, wie man das anstellen könnte und bin sozusagen mittendrin und eine Geschichte, die so extrem mir erscheint, ist, dass ich mit der Überschrift formulieren mag, also wie entwickelt sich die soziale Praxis des Kindes unter Armutsverhältnissen, dann glaube ich, das große Schlüsselphänomen ist Learning to Live Poor aus meiner Sicht. Und zwar, weil wenn man mit den Kindern spricht, was wünschst du dir? Ja, dann sagen sie faktisch alle Sorgenfreiheit. Und wenn man dann sagt, was stellst du da vor, nicht? Unter der Sorgenfreiheit, dann sagen die Kinder,
dass die Wohnung gesichert ist, dass man das geheizt ist und dass ich ein bisschen teilhaben kann, dass ich eine Woche eine Schulveranstaltung habe und dass ich dabei sein kann. Ja. Und das ist schon dramatisch, weil ich glaube, dass darin der Unterschied nämlich zu den nicht armutsbetroffenen Kindern ist. Also wenn ich sozusagen mein Role Model habe, wenn ich weiß, dass die meine primären Bedürfnisse und das in der heutigen Zeit und in einem der reichsten Länder nicht gesichert ist und man eigentlich nur erträume, jemals ein Fundament habe, sozusagen, dass die Bedürfnisse, die primären gedeckt sind und ein bisschen die Teilhabe gedeckt ist, dann orientiere ich mich letztlich nur darin, dass ich meine Bedürfnisse gedeckt habe. Also learning to live poor, dass ich irgendwie das schaffe. Während die anderen Kinder eigentlich auf dem Fundament beginnen aufzuwachsen, wo die nie sich Gedanken machen müssen, dass die Mutter oder Vater womöglich arbeitslos ist, die mit denen konfrontiert sind. Das ist sozusagen Natur bei ihnen, dass die Lebensvoraussetzungen nicht restriktiv sein, sondern dass einiges da ist und dann beginnen Interessen zu entwickeln und sich zu entwickeln. Und das erscheint mir als die Riesendiskrepanz. Und wenn man mit älteren Menschen spricht, die sagen, naja, aber das war ja früher auch so, ja, da haben wir auch alle nichts gehabt. Ja. Also jetzt zitiere die ältere Generation und der Punkt, glaube ich, der sich mir so erschließt, dass die gesellschaftlichen Strukturen sich so verändert haben. Also und der Unterschied und die Differenz ist alle. Alle haben damals wenig gehabt. Also nach dem Faschismus, im Aufwachsensprozess waren alle gleich, so die Gstätten gekommen, es war noch nichts kommerzialisiert. Also dort haben Kinder zwei Räume, die halt spartanisch waren gehabt, aber dort waren relativ alle. Die sind alle in dieselben Schulen gegangen. Heute positioniert sich die Schule sozusagen nach einem marktwirtschaftlichen Prinzip und damit zieht es die einen an und stoßt die anderen ab. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu der damaligen Zeit. Aber nochmal aufs Objekt zu kommen, auf das Kind, das ist, glaube ich, die Riesendifferenz. Nämlich hier die Kinder, die in Mangel aufwachsen, die hoffen, dass der irgendwie bedeckt ist. Und die anderen, die sich ganz anders von einer nicht restriktiven Lebensvoraussetzung entwickeln können. Also das ist, glaube ich, der Unterschied. Und insofern ist es wichtig, dass wir bei all dem, dass wir in unterschiedlichen Bereichen tätig sind, gemeinsam daran arbeiten, wie können wir die Lebensvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen verändern, dass nicht die einen drinnen und die anderen für immer draußen bleiben, oder? Siehst du das? Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt, dass man, also wie du gesagt hast, dass sie das Schulsystem halt eben so an marktwirtschaftlichen Maßstäben halt eben orientiert, dass man da jetzt endlich auch ansetzt. Also man weiß ja, also wir haben die Studie mit der sozialen Mobilität schon angesprochen. In Österreich wird halt eben schon recht früh aussortiert. Man sortiert sozusagen nach der Volksschule die Guten und die Schlechten ein. Spannenderweise sind die Guten meistens halt eben auch also ökonomisch besser gestellten Familien. Jene von armen Familien müssen halt dann halt eben in der Mittelschule gehen. Die sind unterfinanziert und gehen halt eben in dem Schulsystem unter. Also von dem her wäre auf jeden Fall eine verschränkte Ganztagsschule einzufordern. Es wäre jetzt einfach Zeit, damit man endlich aufhört, dass man schon so früh selektiert, Mittagessen in der Schule bereitstellt. Wir haben vorher über das Ernährungsproblem von Kindern aus armen Familien gesprochen. Also die sind teilweise auch mangelernährt, obwohl sie übergewichtig sind. Warum? Weil einfach die Produkte günstiger sind, als wie zum Beispiel jetzt Biogemüse oder sonst irgendwas, die halt eben in bürgerlichen Familien oder so vielleicht gang und gäbe ist, dass vielleicht sogar Haushaltshilfe irgendwie das kocht. Also von dem her wäre eine Schulküche mit einem ordentlichen Mittagessen für alle Schülerinnen und das Ganze kostengünstig und für armutsgefährdete Kinder natürlich halt eben auch gratis. Was endlich an der Zeit wäre, dass man umsetzt, halt eben auch um Chancengleichheit zu gewährleisten. Und daneben bei der Effekt, dass verschränkte Ganztagsschule, also das Abgehen von diesem halbtägigen Schulsystem, das wir haben, auch wieder eine Vollerwerbstätigkeit von den Eltern garantiert, was natürlich auch armutsreduzierend wirkt. Ja.
Genau. Ich glaube, damit hätten wir ein bisschen schon angesprochen, oder vor allem jetzt du im Speziellen, also das Bildungssystem, nicht? Mhm. Historisch rekonstruierbar, nicht? Hat ja zunächst einmal eher der Adel den Zugang gehabt. Mhm. Das ist dann letztlich sehr militärisch organisiert worden und auch hat einmal der bürgerlichen Klasse gedient, die Kinder des Proletariats waren in der Geschichte ausgeschlossen. Dann kam der Kampf und trotzdem bemüht man sich bis ins Jahr 2022 eine Differenz zu erzeugen, indem man die Zugänge für die einen ermöglicht und für die anderen letztlich versperrt. Und wir sehen es an der Forschung, dass das extreme negative Auswirkungen macht und neben der Gesamtschule, Ganztagsschule und die Formen und die Absicherung, wie es du genannt hast, der primären Bedürfnisse auch im Schulsystem, glaube ich, brauchen wir auch wieder neues Verständnis, wie man mit unseren Kindern auf der pädagogischen Ebene tut. Also das ist sozusagen ein mehr noch nicht benanntes Menschenrechtsverletzung ist ja schon, wenn nur immer behauptet wird, mit der Schule fängt der Ernst des Lebens an. Also ich halte das schon wirklich für eine Zumutung, weil es die Ignoranz ist gegenüber den Kleinstkindern. Die größten Bewegungen werden im Menschenleben fast von den Kleinstkindern gemacht, weil die einfach entdecken wollen, herumkrabbeln und für sich die Welt erschließen. Die brauchen keine Lehrerin oder sonst jemanden, sondern das ist eine Naturbewegung des Lernens. Und eigentlich in dem Moment, wo wir sagen, jetzt geht's los mit dem Drill und mit dem Disziplinieren, mit dem Ernst, heute das ist mein Grundansatz, was ja eher die Lernbewegung blockiert. Aber vielleicht, wenn wir eher Richtung Ende des Gesprächs kommen müssen, würde ich ganz gerne noch vielleicht, und du könntest im Anschluss auch nochmal die Forderungen ein bisschen darstellen, aber ein bisschen einen Einblick geben, dass wir Kindergrundsicherung jetzt ausbezahlt haben als Volkshilfe. Ich habe jahrelang mich bemüht, wie könnte eine Kindergrundsicherung ausschauen. Ich mag es nicht zu lang machen. Also im Endeffekt, glaube ich, wäre ein richtiger Weg, jedes Kind, das in Österreich wohnt, ist uns was wert. Nämlich beispielsweise 200 Euro monatlich, anerkennen damit die Kinderrechte und dazu die einkommensschwachen Haushalte bis 20.000 Euro, die kriegen die maximal tangente einkommensbezogen dazu und bis 35.000 Haushaltseinkommen dementsprechend wenig, dann hätten wir abflachende Kurven. Das haben wir jetzt probiert in ganz Österreich, von Vorarlberg bis Wien. Und es ist, ich habe hohe Erwartungen gehabt, aber sie sind übertroffen worden und ich versuche so im Wordrap, die Kinder haben wieder quasi einen Wohnbereich, der für sie nicht nur Isolationsort ist, sondern ein gewisser Wohlfühlort, weil jetzt ein Kinderbett da ist, ein Kosten da ist, ein paar Spielzeuge, auch die Schulanbindung jetzt finanzierbar ist, durch das, dass sie monatlich Erfolgshilfe für Kindergrundsicherung bekommen. Sie sagen, wir lachen wieder mehr. Ja, jetzt klingt das vielleicht banal, aber das ist eine Grundvoraussetzung sozusagen des Wohlbefindens. Oder sie sagen, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei, weil ich einmal in der Woche vis-à-vis von der Schule zum Bäcker mir auch ein Kipferl kaufen kann wie die anderen. Oder ich bin dabei, dass ich ein Schwimmbad geben kann und einmal in der Woche dann ein Eis habe oder ein Pommes frites wie alle anderen Kinder. Oder ich bin dabei, ich habe jetzt ein Laptop unter Anbindung an die Schule. Und damit ist diese Selbstwirksamkeit entsteht. Und ein zweites Phänomen, das Sie von den vielen vielleicht noch highlighten könnte, ist, dass die Gesundheit sich so verbessert. Also alle Kinder, die wir, mit denen wir intensiv forschen, haben somatische Auffälligkeiten, Kopfschmerzen, Übelkeit, Bronchitis. Die Ärzte diagnostizieren keine organischen Probleme. Und innerhalb von einem halben Jahr hat es begonnen, dass die somatischen Erkrankungen rückgehen, die Kinder damit weniger Fehlzeiten haben. Und ein Mädchen sagt zum Beispiel, ich weiß nicht warum, aber ich habe nie gesprochen in der Schule. Und jetzt rede ich nicht nur in der Pause, sondern auch im Unterricht. Oder durch eine Lernunterstützung ist es jetzt möglich, dass sie mitkommen im Unterricht und so weiter. Also das heißt, zusammengefasst, wir sind in der Lage, wenn wir die Kinderarmut abschaffen, radikal das österreichische System zu verändern durch eine Kindergrundsicherung, weil sie das innerhalb von wenigen Jahren abbilden wird. Das heißt, die Investition, die noch dazu nur bei, wenn man die ganz armen Kinder unterstützen würde, nur 600 Millionen Euro kostet. Das verspüren die in der Lotterie jetzt in Pandemiezeiten deutlich mehr. Also das heißt, das ist schaffbar.
das ist, klingt utopisch, die Kinderarmut abzuschaffen, ist es aber nicht. Und wir werden das auch in den nächsten Jahren erst kämpfen und erstreiten und eine Mehrheit aufbauen. Und ich glaube, dass das sozusagen damit diese restriktive Lebensvoraussetzung der Kinder beendet und eine andere Entwicklung, die eben nicht nur pragmatisch Learning to Live pur, nur wie kommen wir mit dem Mangel zurecht, sondern eher interessensgeleitete Bewegung des Kindes ermöglicht. Und deshalb würde ich meinen, da anknüpfen vielleicht, wenn du nochmal deine zentralen Überlegungen politischer Natur für die Kinder und Jugendliche formulieren könntest. Gerne, einfach nur mal kurz einen Finanzierungsvorschlag für die Kindergrundsicherung. Wie ich schon angemerkt habe, wäre halt einfach eine Millionärsteuer, die schon lange gefordert wird, die einfach dazu beitragen wird, dass einfach das, also diese Vermögensdiskrepanz, die in Österreich herrscht, endlich abgebaut wird und so halt eben auch armutsbetroffenen Menschen, vor allem halt eben Kindern, geholfen werden kann. Mhm. Ja, dann nur mal zur Wiederholung einfach die Nettoersatzrate erhöhen, weil man einfach weiß, dass es vorwiegend Arbeitslose sind, die armutsbetroffen sind und natürlich deren Kinder. Dann wirklich existenzsichernde Löhne. Dabei müsste halt eben 1.700 Euro brutto monatlich auf jeden Fall für eine Vollzeiterwerbstätigkeit drinnen sein. Ausbau von der Kinderbetreuung und Bildungsstätten, vor allem halt eben vollzeittauglich. Das Schulsystem von dieser Halbtätigkeit umändern auf halt eben eine verschränkte Ganztagsschule, Schulbeihilfe beispielsweise erhöhen. Ja. Dann müssen halt eben Pädagoginnen auch immer mitdenken, wenn sie halt eben der Schule irgendwie reisen oder sonst irgendwelche Exkursionen planen, dass man die halt eben günstig gestalten muss, weil halt einfach nicht jedes Kind ein Kind mithalten kann. Dieses Ansuchen von Beihilfen muss unbürokratischer gestaltet werden. Es ist einfach nicht schön, wenn man in einer Klasse von 25 Kindern sitzt und dann die Hand heben muss und sagen soll, ich kann nur mitmachen, wenn ich eine Förderung kriege. Also das muss halt irgendwie so gestaltet sein, dass man halt irgendwie nicht so ins Rampenlicht mit seiner Armut halt eben gerückt wird. Ich habe nur eine Menge Forderungen eigentlich, auch im Wohnbereich, also das, was AK Oberösterreich fordert, und das finde ich ist eine coole Idee, es wäre ein Wohnbonus. Man weiß ja, ich glaube, in den letzten 10 Jahren sind die Mieten um 44% im Durchschnitt in Österreich gestiegen. Ein Wohnbonus würde heißen, dass man Wohnkosten, also sind jetzt Mietkosten oder halt eben auf Eigenheime, Eigentumswohnungen steuerlich absetzbar macht, wenn man halt eben also wenn die Lohnsteuer so niedrig ist, dass man halt eben keine zahlt, dann sollte man halt eben eine Steuergutschrift ausbezahlt bekommen, beziehungsweise wenn man halt eben ein gutes Einkommen hat, dann eben dieser Wohnbonus halt eben verringern, beziehungsweise halt eben dann einfach nicht ausbezahlt werden. Das wäre eine Idee. Die Wohnbeihilfe müsste eben auch unbürokratischer gestaltet werden. Wir haben da erhoben, dass einfach ein ganz großer Teil, der eigentlich berechtigt wäre für Wohnbeihilfe, sich dann gar nicht abholt. Einfach weil man weiß, dass teilweise die Informationen nicht gegeben sind. Also man muss auch viel mehr Informations- und Beratungsstellen halt eben für armutsbetroffene Menschen installieren. Genau. Ja. Ja, also ich danke mal für das Gespräch. Ich bedanke mich riesig für die Einladung, heute aus der Kreisgewilla ein Gespräch mit dir gemeinsam geführt zu haben. Das ist schön. Ich denke, Ernst Bloch, der Philosoph, hat einmal gesagt, die Zukunft ist in der Gegenwart angelegt und alles, was wir heute tun, wird es in Zukunft abbilden. Der Dutschke hat in der 68er-Bewegung gesagt, wir sind nicht die nützlichen Idioten, die unfähig sind, ihre Geschichte in die Hand zu nehmen. Und der Bruno Kreisky, der dann es geschafft hat, auch zu regieren, hat Dinge angesprochen, die damals mörderprogressiv waren und fortschrittlich waren. Familienreform, Strafrechtsreform, also Dinge, die in der Zeit, in diesem konservativen Mief, in diesem engen Österreich revolutionär waren. Und ich würde mir wünschen und ich hoffe, dass diejenigen,
die jetzt noch am Schluss uns zugehört haben, dem zustimmen. Wir müssen eine zivilgesellschaftliche Bewegung, eine progressive aufbauen, die in der Lage ist, lebenslang orientiert, materialistisch orientiert, die Dinge anzusprechen, aber auch die Lautstärke aufbringt, die Menschen zu erreichen und dass wir nicht nur über die Leute reden, sondern mit den Menschen, die benachteiligt sind in dem Land. Und da gibt es genügend, einfach wirklich neue Wege zu finden der Interaktion, dass wir die Lebensvoraussetzungen verändern. Das bedeutet, so wie du gesagt hast, also, dass wir den Wert der Arbeit ins Zentrum rücken, dass wir faire Löhne und Gehälter fordern, dass wir dieses Anwachsen des Superreichtums nicht mehr zuschauen und dass wir eine Kindergrundsicherung als erste Republik der Erde durchsetzen. Das werden wir in den nächsten paar Jahren erreichen, weil wir eine Bewegung aufbauen werden, die es ermöglicht, dass die Österreicherinnen und Österreicher so viel Druck machen, dass wir nach der nächsten Wahl eine Parlamentsmehrheit haben, die das da auch ermöglicht. Ja? Weil die Zukunft ist in der Gegenwart angelegt und wir engagieren uns dafür. Und ich weiß, alle, die heute zuschauen, ihr auch, alle Freundinnen und Freundinnen des Kreisky-Forums, danke, alles Gute, viel Gesundheit und es war fein heute, in der Kreisky wieder zu sein. Danke.